Die katholische Pfarrkirche Heiliger Johannes der Täufer steht im Ort St. Johann im Saggautal in der Südsteiermark. Bereits 1170 wird hier eine Pfarre erwähnt. Die heutige Barockkirche wurde allerdings erst 1753 bis 1758 vom Marburger Baumeister Johann Fuchs als Ersatz für den baufälligen Vorgängerbau errichtet. Die Turmkuppel erhielt die 42 Meter lange und 22,50 Meter breite Kirche erst in den Jahren 1830 bis 32. Heute ist der Turm über 58 Meter hoch. Der Pfarrpatron Johannes der Täufer war ein frühchristlicher Prophet, Märtyrer und Heiliger, der etwa im Jahr 30 hingerichtet wurde, weil Salome, die Tochter des Herodes, seinen Kopf als Belohnung für einen Tanz gefordert haben soll. Zentrum der Kirche ist der Hochaltar aus gebeiztem Holz mit den Statuen Petrus, Paulus, dem heiligen Patricius und dem heiligen Bischof Valentin von Terni sowie von Gott Vater über dem Altar. Die Statuen schuf 1765 der Südtiroler Bildhauer Veit Königer. Das Altarbild, die Taufe Jesu durch Johannes, aus dem Jahre 1772 stammt von dem Maler Karl Philipp Laubmann. Das Tabernakel zur Aufbewahrung von Reliquien ist eine Arbeit aus dem Jahr 1763. Der Kreuzaltar wurde 1760 von Johann Georg Mersi geschaffen. Das Bild Herz Jesu stammt aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der Gekreuzigte wird flankiert von den Statuen der Mutter Gottes, des heiligen Johannes Evangelist, des heiligen Apostels Judas Thaddäus und des heiligen Apostels Matthäus. Am Kreuzstamm ist die Büßerin Maria Magdalena im Aufsatz Gott Vater dargestellt. Der Marienaltar wurde ebenfalls 1760 von Mersi als Heiliger Rosenkranzaltar geschaffen. Im 19. Jahrhundert wurde das Altarblatt des Heiligen Rosenkranzes entfernt und durch eine Marienstatue ersetzt, die von der Heiligen Anna und dem Heiligen Joachim flankiert wird. Das Bild Herz Maria stammt ebenfalls aus dem 19. Jahrhundert.